Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Novus. Ja, ihr habt ja in der gestrigen Folge, die etwas Überlänge hatte, habt ihr ja gesehen, dass der Kevin und ich, also Gamerstam und ich, einiges geschafft haben. Wir sind sogar ordentlich vorangekommen. Wir haben jetzt einen Tier 3 Altar, den haben wir jetzt zusammengelegt. Und ja, für das, was ihr jetzt alles nicht gesehen habt, weil die Folge wirklich ein bisschen länger war gestern, könnt ihr euch die Folge einfach nochmal angucken. Der Kevin hat schon mal angefangen, hier so einen Trichter zu bauen, wo wir dann später die Zombie-Spawner reinsetzen, so dass die Zombies dann spawnen. Hier unten direkt in den Altar und dann können wir die mit dem, nicht mit dem kleinen Opfermesser hier, sondern mit dem Opferschwert. Dann im Grunde können wir die direkt töten und das Blut wird dann hier gesammelt. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Sache. Und ich wollte heute einfach mal die Zeit nutzen, um ein wenig an der Mining Turtle, beziehungsweise da unten so ein bisschen rumzubasteln, um mal zu gucken, ob das da unten alles so läuft, wie es soll. Die Mining Turtle eventuell dann nochmal neu zu starten. Das Programm sollte ja eigentlich laufen und da soll es ja eigentlich auch keine Probleme geben. Warte mal, wo ist denn mein Abgang hier? Hier ist mein Abgang. Total zerstört von allem. Warte mal, ich gehe aber mal ganz kurz eben ins Bett. Weil, geht ja gar nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, dass ich nachher hier nach oben komme und dann wieder überrascht werde von tausenden Viechern. Und, ja, ich würde dann sagen, dass wir dann mal eine ganz kleine Stadttour machen, mal einmal so ein bisschen durch die Gegend laufen, mal uns angucken, was bei den anderen Grundstücken so los ist, um einfach mal so ein bisschen die Übersicht zu halten. Also heute eine etwas chilligere Folge, wo ich ein bisschen mehr labere, wo ich ein bisschen mehr Quatsch erzähle und so weiter und so fort. Und ich habe gerade gedacht, der Sound ist aus. Ich habe schon gedacht, hier, was ist hier los? Was ist denn hier los? Hier hört man ja gar nichts mehr. Den Dolch hätte ich eigentlich auch wegtun können, aber ist jetzt egal. Ist jetzt egal. Das Inventar räumen wir gleich mal ein bisschen auf. What? Was ist denn hier passiert? Okay, wir gucken mal ganz kurz unsere Mining Turtle. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich bin mal gespannt, wo unsere Mining Turtle steht und was da alles so drin ist. Und ob wir hier vielleicht noch was ziemlich Cooles finden werden. Vielleicht ein paar Diamanten oder so. Das wäre natürlich mega nice. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich jetzt nicht alle Erze abbaue. Das können wir alles nochmal im Livestream machen. Oder vielleicht auch in einer Extra-Folge oder so. Ich weiß aber jetzt gerade gar nicht, wo die Mining Turtle so rumsteht. Da müssen wir mal eben kurz suchen gehen. Die ist anscheinend hier links gefahren. Und dann wieder komplett zurück. Nice. Jetzt müssen wir die Mining Turtle erstmal suchen. Wo ist sie denn? Ich hoffe nicht, dass sie irgendwie kaputt ist oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob eine Mining Turtle überhaupt kaputt gehen kann. Das weiß ich gar nicht. Oh, warte mal, hier war Kohle. Das sammle ich auf jeden Fall nochmal ein. Kohle ist immer wichtig. Kohle, davon kann man nie genug haben. Und die Mining Turtle scheint hier wieder nach oben gegangen zu sein. Oder beziehungsweise in den Gang reingefahren zu sein. Aber hat anscheinend keine Fackeln mehr gehabt. Und da mein Spiel sich auch immer wieder auf Moody stellt, stelle ich es mal wieder auf Bright, damit ihr vielleicht auch ein bisschen mehr seht. Und dann gucken wir mal, was in der Mining Turtle alles so drin ist. Ich hoffe, dass wir ein paar Diamanten gefunden haben. Okay. Das könnte ein Diamant sein, ist es aber nicht. Lol. Ach so, auch nicht schlecht. Die, Blöcke, beziehungsweise da, wo eigentlich die, Fackeln drin liegen, sind anscheinend zu Cobblestones und so geworden. Und deswegen hat die, ja, super, erstmal weitergemacht hier überall. Und hat aber anscheinend keine Fackeln mehr gehabt. Tut mir leid, ist gerade ein bisschen dunkel bei euch, wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, warum. Hä, ich habe eigentlich richtig viele Fackeln da reingesetzt, aber okay. Warten wir ab, hier ist noch ein bisschen Kohle. Hier ist ein Zombie. Das wäre natürlich mega schön, wenn wir jetzt noch einen Zombie-Spawner finden würden. Das hört sich auch eigentlich total danach an, dass hier einer in der Nähe ist. Kann aber auch sein, dass es einfach eine Höhle ist oder so. Hier sind auf jeden Fall mega viele Zombies on Tour. Alter, ernsthaft? Die hat sogar Erz hier hingesetzt? Okay, hier sind... Wow, Alter, hier ist alles voll mit Zombies. Oder ist das einer? Ah, ne, das ist einer und die Rüstung, die hängt so da unten. Okay. Ja, Mann, ist ja gut. Ist ja gut. Du stirbst gleich schon. So. Ich habe Lava gehört. Das ist natürlich jetzt ätzend. Habe ich irgendwie Sticks bei? Habe ich natürlich auch nicht. Jetzt super vorbereitet hier nach unten gegangen. Hier ist ein... Oh, und warte mal, ein Emerald. Das wäre schön, wenn der droppt. Droppt da aber nicht. Natürlich. So, hier überall Eisen, 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 Eisen. Schon mal mega nice. So, und hier ist die Mining Turtle und die ist leer. Alter, wow! Diese Ausbeute. Einfach gar nichts. Das ist natürlich nice. Da können wir auch mal gepflegt sagen, dass es überhaupt nichts gebracht hat, diese Mining Turtle überhaupt hier hinzusetzen. Aber gut. Wir wollen jetzt mal nicht so viel rummeckern. Ich setze einfach nochmal hier. Dann mache ich Refill, glaube ich, ne? So. Einmal. Ne, warte mal. Hä, warum? Refuel.
Hey, warum setzt er das denn bitte da nicht rein? Das muss doch eigentlich klappen. Oder bin ich gerade einfach nur zu blöd? Warte mal. Refuel. Warte mal, Refuel All? Muss man das so machen? Aha! Okay, so jetzt hier auf 11.000 hoch. Wir haben aber keine Fackeln. Das ist ein bisschen blöd. Nichtsdestotrotz würde ich gerne nochmal sagen, ich glaube, Strip muss man jetzt machen, ne? So hatten wir das, glaube ich. Strip. Länge. Machen wir mal 50. Breite. Ich glaube 2, ne? 2. Wiederholung. Machen wir 5. Rechts oder links? Links. Ich hoffe, das klappt jetzt. So, alles klar. Normalerweise sollte die Mining Turtle auch von alleine wieder zurückfahren zur Kiste. Das hat sie jetzt nicht gemacht. Ich habe das jetzt auch nicht nochmal neu angeschlossen, weil ich jetzt erstmal dafür sorgen werde, dass ich ein paar Fackeln besorge. Die Mining Turtle ist auch, wie gesagt, nur provisorisch. Das ist erstmal nur so. Es gibt ja diesen Mining, also irgendwie Mining-Roboter oder so. Den werde ich mir auch auf jeden Fall noch craften. Das Ding ist ja, ich wollte eigentlich in der heutigen Folge erstmal ganz kurz mich um diese Mining Turtle hier kümmern, dass sie wieder ans Laufen kommt und mal gucken, was so die Ausbeute ist. Ich habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch eher damit gerechnet, dass noch so richtig viel Stuff in der Mining Turtle drin liegt. Vielleicht auch ein paar Diamanten oder so. Da hätte ich mich mega drüber gefreut. Aber anscheinend hat das nicht so viel gebracht. Obwohl wir hier auf der Ebene 11 sind, hat es anscheinend nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Es kann natürlich auch sein, dass ich einfach jetzt gerade an mega vielen Ärzten vorbeigelaufen bin und das überhaupt gar nicht mitbekommen habe. Aber wir lassen es jetzt erstmal so stehen. Wir gucken jetzt, dass wir noch ein paar Fackeln machen. Die werden wir dann nach unten bringen und in die Mining Turtle mit reinlegen, damit die immer setzt, damit wir auch immer sehen, was da unten so abgeht, und werden die anderen Gänge eben ausleuchten. Und ja, also grundsätzlich ist es so, der Kevin und ich, wir wollen ja jetzt gucken, dass wir mit Blood Magic richtig Gas geben. Wir wollen so schnell wie möglich auf T4 kommen, also auf den Altar auf T4 bauen. Und dafür brauchen wir natürlich auch einige Mets und noch einiges an Zeit und viel Blut von den Zombies. Deswegen wollen wir auf jeden Fall auch Zombie-Spawner sammeln. Das heißt, ich glaube, wir brauchen insgesamt 9 Zombie-Spawner, um so die perfekte Ausbeute zu bekommen, damit das wirklich richtig schnell geht. Das ist so unser Ziel, 9 Zombie-Spawner zu bekommen. Das Ding ist aber, und das muss man an der Stelle einfach mal so sagen, wir wollen auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt relativ zeitnah oder ich sag jetzt einfach mal schon fast parallel anfangen, uns mit der Technik auseinanderzusetzen, denn wir haben ja bis jetzt nur oder beziehungsweise uns fast ausschließlich nur mit Blood Magic und ich habe jetzt ein bisschen Tinker's Construct, das hat der Kevin ja auch gemacht, uns damit beschäftigt, und das Problem ist halt, die ganze Technik bleibt jetzt hinten dran und wir brauchen natürlich auch für bestimmte Sachen, die wir halt bauen wollen oder machen wollen, brauchen wir natürlich auch noch vernünftig die ganzen Strom und die ganzen Maschinen und sowas alles, und damit müssen wir ja irgendwann mal anfangen, und das soll jetzt eigentlich relativ zeitnah passieren, und ich wollte euch jetzt an dieser Stelle einfach mal fragen, was ihr denn davon haltet, wenn wir jetzt anfangen, und was ihr euch so wünschen würdet, was ihr euch für eine Mod vorstellt, was gut wäre. Da könnt ihr jetzt gerne einfach mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr da so gerne hättet, was ihr euch da so vorstellt. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr da ein bisschen was zu schreiben würdet, denn ich habe ja schon in einer der letzten Folgen gesagt, dass ich gerne mit euch zusammen das Projekt so ein bisschen erleben möchte. Also das heißt, ihr sollt auch direkt Einfluss nehmen können auf die Folgen und auf das, was so passiert. Und ja, jetzt seid ihr an der Stelle, oder beziehungsweise jetzt seid ihr am Zug, und ihr müsst jetzt einfach mal in die Kommentare oder könnt in die Kommentare reinschreiben, was ihr euch so vorstellt, was eine coole Sache wäre, wo ihr so Bock drauf hättet. Genau, das wollte ich einmal noch gesagt haben. So, und jetzt müssen wir mal ganz kurz eben gucken, ob wir noch ein paar Knochen am Start haben. Was ich nämlich gar nicht glaube. Oder ein bisschen Knochenmehl, das ist Zucker. Das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus, weil ich würde dann nämlich gerne noch die Büsche ein wenig vermehren. Obwohl wir, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, mit dem Juice kommen wir eigentlich sehr gut hinterher, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass wir hier irgendwie Probleme mit Nahrung oder so haben. Also das muss man jetzt ganz ehrlich an dieser Stelle auch sagen. Jetzt muss man ganz kurz eben hier, Entschuldigung, ist gerade Telegram angewiesen. Hier, genau, das wollte ich auch noch gemacht haben. Und zwar, ich wollte ein kleines Loch machen, wo ich eben kurz die Hühner reinwerfe. So, das können wir aber ganz kurz eben hier machen. Das kann ja ein bisschen provisorisch sein. Ruhig. Und dann wollte ich... Hä? Ich habe Telegram einfach ausgemacht. Und
es ist trotzdem noch angegangen. Okay, nice. So, und ich wollte euch eine kleine Sache mitteilen. So, wir haben ein Huhn. Okay, das ist schon mal ein Anfang. Damit können wir auf jeden Fall schon mal arbeiten. So, und ich wollte euch noch eine ganz kleine Sache sagen. Und zwar, es ist so, dass ich ja im letzten Livestream, glaube ich, sogar erwähnt habe, dass wir uns, also ich und meine Freundin, also die Kira und ich, dass wir uns ein... Warte mal, droppten da keine Seeds? Doch, da droppen Seeds, ich wollte gerade sagen. Normalerweise kann man das ja auch hoch vermehren, aber ich mache das jetzt einfach mal so, dass meine Freundin und ich darüber nachdenken, dass wir uns einen neuen Mitbewohner oder ein neues Familienmitglied zulegen, und zwar einen Hund. Und wir waren jetzt am... Wann war das? Ich glaube am Montag, genau, am Montag war das, waren wir bei einem Hundezüchter, der, also was heißt Hundezüchter, das sind, ist eine Familie, die haben Hunde, und die Hündin wurde gedeckt, und die hat jetzt geworfen und hat acht Hunde bekommen, also acht kleine Welpen, und die wollen die jetzt halt gerne verkaufen. Und das ist eine echt coole Sache, also wir haben uns halt echt mega viele Gedanken darüber gemacht, welchen, ob wir überhaupt beim Züchter und nicht und bla und bli und blub. Und dann habe ich halt im Endeffekt gesagt, ja, wir machen das, aber wir suchen uns einen aus, der halt wirklich vertrauenswürdig ist, der das vernünftig macht. Wir wollen halt, dass die Hunde halt ein vernünftiges Zuhause haben, und dass wir wollen halt nicht irgendwas unterstützen, wo halt die Hunde ein schlechtes Leben haben. Und da haben wir uns echt viele Gedanken zugemacht. Und ihr merkt gerade, der Server, der leckt echt ein bisschen, ne? Also man merkt so langsam, die Maschinen, die fressen hier ordentlich Ressourcen. Aber es soll uns jetzt gerade gar nicht stören, ist ja sowieso ein bisschen quatschi-quatschi gerade. Und auf jeden Fall ist es halt so, dass wir uns einen sehr, sehr guten Züchter ausgesucht haben, der, ja, was heißt Züchter? Also das kann man auch eigentlich gar nicht richtig sagen. Also es ist halt eine Familie, die halt, wie gesagt, einen Hund hat, die halt jetzt geworfen hat. Das sind acht Welpen, und wir haben uns halt für einen Labrador entschieden. Also ich möchte halt einfach einen Hund haben, der etwas größer ist. Und ja, ich denke, dass wir, also wir haben jetzt den Hund reserviert für uns, haben auch schon die Anzahlung geleistet und haben auch so einen Vertrag unterschrieben, dass wir den Hund dann auch übernehmen, und deswegen auch die Anzahlung. Und der Hund war auch etwas teurer, als sie normalerweise gehandelt werden, aber das war es mir halt einfach wert, weil ich wollte, dass es halt einfach, dass die Hunde ein vernünftiges Zuhause haben und dass das nicht halt so, ja, züchten, 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 das sind keine Hunde mehr, sondern nur noch hier verkaufen, 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 sondern die haben da wirklich ein tolles Leben, die haben einen sehr, sehr großen Hof, die haben auch Pferde, die können da rumrennen, die Hunde, und Spaß haben, und das ist echt eine super tolle Umgebung, wo die da aufwachsen. Und ja, wir haben jetzt auf jeden Fall einen reserviert für uns, und der kommt Anfang September dann zu uns in die Familie, und da freue ich mich mega drauf. Das wird auf jeden Fall eine echt tolle Zeit, und ich würde gerne mal eure Meinung wissen, ob ihr Lust habt, das so ein bisschen mitzuverfolgen. Also ich habe das jetzt nicht gemacht, um da YouTube-Videos von zu machen, aber ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe nämlich sehr viele Videos in den letzten Tagen geguckt von jungen Familien, die sich auch Hunde geholt haben, das mal so ein bisschen dokumentiert haben mit einer Kamera und so, und da habe ich einfach drüber nachgedacht, dass es eigentlich eine gute Möglichkeit wäre, das vielleicht einfach so ein bisschen mitzudokumentieren, dass ich einfach mal ein paar Videos mache, wie der Hund so das erste Mal in die Wohnung kommt und so die Wohnung erkundet. Das kann man dann ja auch so mit so einer kleinen Roomtour verbinden oder so. Das wäre auf jeden Fall eine tolle Sache, glaube ich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr viele von euch interessiert, so wie das dann bei uns so hier zu Hause ist und wie der Hund sich so hier einlebt und so. Und wir haben ja auch einen Kater, ob der mit dem klarkommt, das ist unsere größte Sorge, dass es da Probleme gibt so. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, das so ein bisschen mitzuverfolgen, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und ich würde mich da echt mega drüber freuen, wenn ihr da Bock drauf habt, dann würde ich das gerne so ein bisschen mitverfolgen, ein bisschen mit der Kamera festhalten. Ist dann ja nicht nur für euch, sondern auch für mich und meine Freundin, beziehungsweise für meine Familie, die dann halt im Endeffekt auch sehen kann, so. Was im Grunde, wie sich das alles entwickelt, und das dann im Endeffekt nach 2, 3, 4, 5, 10 Jahren vielleicht sich nochmal anzugucken, wäre bestimmt eine tolle Sache, und dafür alleine würde ich das wahrscheinlich schon machen, aber ich weiß nicht, ob ich das dann hochladen würde, weil ich nicht weiß, ob es euch interessiert. Deswegen schreibt das gerne auch mal in die Kommentare, und dann würde ich sagen, sind wir jetzt eigentlich auch am Ende der Folge angekommen. Wir haben heute so ein paar kleinere Sachen gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt kein Problem für euch. Man muss ja nicht jede Folge mal so hyperproduktiv sein. Finde ich es auf jeden Fall nicht Ziel der Sache. Und wenn euch die Folge trotzdem Spaß gemacht hat und ihr eine Meinung zu dem Ganzen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, lasst ein Like da, und würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, ciao!